Tino Brandt aus Rudolstadt. In den 1990er Jahren war er Chef der Neonazi-Organisation Thüringer Heimatschutz. Das spätere NSU-Trio kannte er gut, ist demnächst als wichtiger Zeuge im Prozess gegen Beate Zschäpe geladen. Als führender Neonazi war er zugleich hochbezahlter V-Mann des Verfassungsschutzes. Das schützte ihn offenbar auch vor Strafverfolgung, obwohl häufig wegen Gewalt- und Propagandadelikten ermittelt wurde. Damals liefen zahlreiche Verfahren gegen Brandt, verurteilt wurde er nie. Diesmal könnte es eng werden für den 39-Jährigen. Seit einer Woche ist seine Wohnung in Thüringen verwaist. Tino Brandt sitzt in Untersuchungshaft. Bei Ermittlungen wegen Zuhälterei kam der Verdacht sexuellen Missbrauchs auf. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens gab es Zeugenvernehmungen, aus denen darüber hinaus der Vorwurf erhoben wurde, dass Tino Brandt auch selbst sexuellen Missbrauch zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen begangen haben soll. Nach exakt Informationen sollen ihn zwei männliche Jugendliche schwer belastet haben. Versuch einer Spurensuche. Hinweise führen uns zu diesem Grundstück gegenüber dem Wohnhaus von Tino Brandt. Hier soll er über mehrere Jahre eine private Bar mitbetrieben haben. Was da ablief, dieser Nachbarin ist es nicht entgangen. Da war er immer mit anwesend, da hat er Alkohol, die Getränke und alles geholt, hat er ja alles angebracht. Mit seinem Auto ist er vorgefahren, die leeren Kästen getauscht, Kissen volle, die Schnapsflaschen, alles hat er Brand gemacht. Bei Facebook wurde eifrig für die Bar geworben, was auch viele Minderjährige angelockt haben soll. Und er amüsiert sich, da waren die da hier so halbwüchsige, waren die Oma da. Bis vor einem Jahr. Damals gab es eine Razzia. Das war Forstscher, da hatten sie hier alles, die Kinder fotografiert. Die standen nämlich, ich gucke abends aus dem Fenster, steht alles Polizei da. Und da haben sie da hier Haussuchung gemacht und haben die Kinder mitgenommen. Waren ja noch keine 14 oder 16. Tatsächlich traf die Polizei sechs Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren an. Alkoholkonsum war ihnen nicht nachzuweisen, auch wenn es hier keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch gibt. Es fällt aber auf, dass Tino Brandt an diesem Ort zahlreiche Minderjährige kennengelernt hat. Auch über Facebook soll er Kontakt zu Jungen gesucht haben. Eine Mutter schilderte uns, ihr 12-jähriger Sohn sei eines Abends von dem ihm flüchtig bekannten Brandt angeschrieben und mit anzüglichen Bemerkungen bedacht worden. Unsere Spurensuche geht weiter. Gegen Tino Brandt wird außerdem wegen Zuhälterei ermittelt. Jugendliche und junge Männer sollen für ihn in Rudolstadt und Umgebung angeschafft haben. Der Vorwurf: Ausbeutung und Ausnutzung von Zwangslagen. Wir treffen den nahen Verwandten eines mutmaßlichen Opfers. Die Angst ist groß, er darf nicht erkannt werden. 60% der Einnahmen gingen an Brandt, 40% an die Leute. Der Brandt hat so einen Internetplaner gehabt. Da stand drin, wann wer kommt, wie lange und ja. Die Furcht vor Brandt und seinem Umfeld scheint nicht unbegründet. Einem Zeugen, der bei der Polizei aussagte, wurde vor einigen Wochen die Wohnungstür eingetreten. Er ist seitdem untergetaucht, steht unter Polizeischutz. Die Sicherheitsvorkehrungen für alle Zeugen wurden massiv verstärkt. Die aktuellen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs und Zuhälterei sind aus schon länger laufenden Betrugsermittlungen hervorgegangen. 2012 gab es bei Brandt, Verwandten und Bekannten Durchsuchungen. Der Verdacht? Versicherungsbetrug in großem Stil. Tino Brandt soll das Ganze über das Versicherungsbüro einer Verwandten eingefädelt haben. Als exakt vor einem Jahr darüber berichtete, wollte er sich nicht äußern. Ein mitbeschuldigtes Familienmitglied reagierte damals gereizt auf unsere Nachfragen. Runter! Wie sagen Sie mal? Runter! Haben Sie eine Versicherung abgeschlossen? Oder? Runter! Haben Sie eine Versicherung abgeschlossen? Oder wie ist das gelaufen? Wir diskutieren gerade. Ich will es ja bloß wissen. Brauchen Sie nicht zu wissen. Die von den Ermittlern vermutete Masche, Verwandte, Bekannte und Tino Brandt selbst wurden bei Scheinfirmen wie hier in diesem Gewerbegebiet und dieser alten Mühle angestellt. Dann wurden teure Unfallversicherungen abgeschlossen. Kurz danach passierten auffällig oft angeblich Arbeitsunfälle. Die Versicherungen zahlten mindestens 700.000 Euro. Von dem Geld, das an Tino Brandt und Co. floss, fehlt jede Spur. In den beschlagnahmten Dokumenten aus der Betrugsrazzia fanden die Ermittler schließlich Hinweise auf mögliche Sexualdelikte Tino Brandts.
Aus Teilen dieser Unterlagen ergab sich der Verdacht, dass Tino Brandt eben auch in die Förderung von Prostitution verstrickt ist. Es wurde daraufhin ein gesondertes Verfahren unter diesem Tatvorwurf eröffnet. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens gab es Zeugenvernehmungen, aus denen darüber hinaus der Vorwurf erhoben wurde, dass Tino Brandt auch selbst sexuellen Missbrauch zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen begangen haben soll. Tino Brandt schweigt bisher zu den Vorwürfen. Mit seinem Auto ist er vorgefahren, die leeren Kästen getauscht, Kirchen volle, die Schnapsflaschen, alles hat er Brand gemacht. Bei Facebook wurde eifrig für die Bar geworben, was auch viele Minderjährige angelockt haben soll. Und er amüsiert sich, da waren die da hier so halbwüchsige, waren die Oma da. Bis vor einem Jahr. Damals gab es eine Razzia. Das war Forstjahr, da hatten sie da hier alles, die Kinder fotografiert. Die standen nämlich, ich gucke abends aus dem Fenster, steht alles Polizei da. Und da haben sie da hier Hausführung gemacht und haben die Kinder mitgenommen. Waren ja noch keine 14 oder 16. Tatsächlich traf die Polizei 6 Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren an. Alkoholkonsum war ihnen nicht nachzuweisen, auch wenn es hier keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch gibt. Es fällt aber auf, dass Tino Brandt an diesem Ort zahlreiche Minderjährige kennengelernt hat. Auch über Facebook soll er Kontakt zu Jungen gesucht haben. Eine Mutter schilderte uns, ihr 12-jähriger Sohn sei eines Abends von dem ihm flüchtig bekannten Brandt angeschrieben und mit anzüglichen Bemerkungen bedacht worden. Unsere Spurensuche geht weiter. Gegen Tino Brandt wird außerdem wegen Zuhälterei ermittelt. Jugendliche und junge Männer sollen für ihn in Rudolstadt und Umgebung angeschafft haben. Der Vorwurf: Ausbeutung und Ausnutzung von Zwangslagen. Wir treffen den nahen Verwandten eines mutmaßlichen Opfers. Die Angst ist groß, er darf nicht erkannt werden. 60% der Einnahmen gingen an Brandt, 40% an die Leute. Der Brandt hat so einen Internetplaner gehabt. Da stand drin, wann wer kommt, wie lange und ja. Die Furcht vor Brandt und seinem Umfeld scheint nicht unbegründet. Einem Zeugen, der bei der Polizei aussagte, wurde vor einigen Wochen die Wohnungstür eingetreten. Er ist seitdem untergetaucht, steht unter Polizeischutz. Die Sicherheitsvorkehrungen für alle Zeugen wurden massiv verstärkt. Die aktuellen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs und Zuhälterei sind aus schon länger laufenden Betrugsermittlungen hervorgegangen. 2012 gab es bei Brandt, Verwandten und Bekannten Durchsuchungen. Der Verdacht? Versicherungsbetrug in großem Stil. Tino Brandt soll das Ganze über das Versicherungsbüro einer Verwandten eingefädelt haben. Als exakt vor einem Jahr darüber berichtete, wollte er sich nicht äußern. Ein mitbeschuldigtes Familienmitglied reagierte damals gereizt auf unsere Nachfragen. Runter! Wie sagen Sie mal? Runter! Haben Sie eine Versicherung abgeschlossen? Oder? Runter! Haben Sie eine Versicherung abgeschlossen? Oder wie ist das gelaufen? Ich will diskutieren. Ich will es ja bloß wissen. Fahren Sie mich zurück. Die von den Ermittlern vermutete Masche, Verwandte, Bekannte und Tino Brandt selbst wurden bei Scheinfirmen wie hier in diesem Gewerbegebiet und dieser alten Mühle angestellt. Dann wurden teure Unfallversicherungen abgeschlossen. Kurz danach passierten auffällig oft angeblich Arbeitsunstück gegenüber dem Wohnhaus von Tino Brandt. Hier soll er über mehrere Jahre eine private Bar mitbetrieben haben. Was da ablief, dieser Nachbarin ist es nicht entgangen. Da war ja immer mit anwesend, da hat der Alkohol, die Getränke und alles geholt, hat er ja alles angebracht. Mit seinem Auto ist er vorgefahren, die leeren Kästen getauscht, Kirchen volle, die Schnapsflaschen, alles hat er Brand gemacht. Bei Facebook wurde eifrig für die Bar geworben, was auch viele Minderjährige angelockt haben soll. Und er amüsiert sich, da waren die da hier so halbwüchsige, waren die Oma da. Bis vor einem Jahr. Damals gab es eine Razzia. Das war Forstjahr, da hatten sie da hier alles, die Kinder fotografiert. Die standen nämlich, ich gucke abends aus dem Fenster, steht alles Polizei da. Und da haben sie da hier Hausführung gemacht und haben die Kinder mitgenommen. Waren ja noch keine 14 oder 16. Tatsächlich traf die Polizei 6 Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren an. Alkoholkonsum war ihnen nicht nachzuweisen, auch wenn es hier keinen Hinweis auf sexuellen Missbrauch gibt. Es fällt aber auf, dass Tino Brandt an diesem Ort zahlreiche Minderjährige kennengelernt hat. Auch über Facebook soll er Kontakt zu Jungen gesucht haben. Eine Mutter schilderte uns, ihr 12-jähriger Sohn sei eines Abends von dem ihm flüchtig bekannten Brandt angeschrieben und mit anzüglichen Bemerkungen bedacht worden. Unsere Spurensuche geht weiter.
Gegen Tino Brandt wird außerdem wegen Zuhälterei ermittelt. Jugendliche und junge Männer sollen für ihn in Rudolstadt und Umgebung angeschafft haben. Der Vorwurf: Ausbeutung und Ausnutzung von Zwangslagen. Wir treffen den nahen Verwandten eines mutmaßlichen Opfers. Die Angst ist groß, er darf nicht erkannt werden. 60% der Einnahmen gingen an Brandt, 40% an die Leute. Der Brandt hat so einen Internetplaner gehabt. Da stand drin, wann wer kommt, wie lange und ja. Die Furcht vor Brandt und seinem Umfeld scheint nicht unbegründet. Einem Zeugen, der bei der Polizei aussagte, wurde vor einigen Wochen die Wohnungstür eingetreten. Er ist seitdem untergetaucht, steht unter Polizeischutz. Die Sicherheitsvorkehrungen für alle Zeugen wurden massiv verstärkt. Die aktuellen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs und Zuhälterei sind aus schon länger laufenden Betrugsermittlungen hervorgegangen. 2012 gab es bei Brandt, Verwandten und Bekannten Durchsuchungen. Der Verdacht? Versicherungsbetrug in großem Stil. Tino Brandt soll das Ganze über das Versicherungsbüro einer Verwandten eingefädelt haben. Als exakt vor einem Jahr darüber berichtete, wollte er sich nicht äußern. Ein mitbeschuldigtes Familienmitglied reagierte damals gereizt auf unsere Nachfragen. Runter! Wie sagen Sie mal? Runter! Haben Sie eine Versicherung abgeschlossen? Oder? Runter! Haben Sie eine Versicherung abgeschlossen? Oder wie ist das gelaufen? Ich will diskutieren. Ich will es ja bloß wissen. Fahren Sie mich zurück.